In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man chemische Energie in elektrische Leistung wandeln kann, um damit Computer zu betreiben. Als elektrische Generatoren verwende ich Getriebe-Gleichstrommotoren, die ich von vorangegangenen Projekten übrig behalten habe. Als Rechenknechte kommen ein Raspberry Pi Modell B+, eine Simatic IoT 2020 und ein Arduino Uno in meinen Experimenten zum Einsatz. Ein 2x16 Zeichen LCD dient zur Anzeige von Messdaten. Auf dem Brett mit dem Versuchsaufbau befinden sich zwei Gleichstromgetriebemotoren. Der erste Motor, der über eine Handkurbel angetrieben wird, besitzt eine Übersetzung von 1 zu 50, das bedeutet, eine Umdrehung der Handkurbel bewirkt 50 Umdrehungen der Motorwelle. Der zweite Motor, dessen Übersetzung 1 zu 2,5 beträgt, wird von einem Viertakt-Verbrennungsmotor angetrieben. Die von den Elektromotoren im Generatorbetrieb abgegebene Gleichspannung wird von einem Step-Up-Konverter für den Arduino und die Simatic auf 12 Volt hoch und für den Raspberry Pi über einen Step-Down-Konverter auf 5 Volt heruntergeregelt. Den Konvertern vorgeschaltet ist ein Spannungsteiler bestehend aus einer 9,1 Volt 10er Diode und einer Glühbirne, damit wird eine zu hohe Ausgangsspannung an den Generatoren abgefangen. Ein Elektrolytkondensator mit 10 mF Kapazität glättet die Eingangsspannung an den Gleichspannungskonvertern. Mit einem Hall-Sensor und einem Magneten an der Kurbel beziehungsweise an der Kupplung zum Verbrennungsmotor kann die Umdrehungsgeschwindigkeit gemessen werden. Als erstes schließe ich die Simatic IoT 2020 an und verwende die Handkurbel. Verbrannt wird dabei die chemische Energie eines Erdnussriegels in meinem Körper, der daraus mechanische Leistung generiert. Beim Kurbeln wird die durch mich aufgebrachte mechanische Leistung mit Hilfe des Elektromotors, der als Generator arbeitet, in elektrische Leistung umgewandelt. Die Kurbel zu betätigen erfordert nicht allzu viel Kraftaufwand, man merkt aber deutlich am erhöhten Widerstand, wenn die Prozessorleistung steigt oder Peripheriegeräte beim Bootvorgang zugeschaltet werden. Auch wenn nur wenig Leistung an der Kurbel zu verrichten ist, auf Dauer merkt mein Körper die Belastung doch spürbar und mein Arm wird von Sekunde zu Sekunde schwerer. Nach etwa 34 Sekunden ist das Programm für die LCD-Anzeige gestartet und die Drehzahl der Handkurbel wird angezeigt. Vorsichtig kann ich die Drehzahl an der Kurbel auf 180 Umdrehungen pro Minute reduzieren, bei noch geringerer Drehzahl verweigert die Simatic die Zusammenarbeit. Etwa 180 Umdrehungen pro Minute an der Kurbel bedeuten 9000 Motorwellenumdrehungen pro Minute, um die Simatic am Laufen zu halten. Die Ausgangsspannung am Generator liegt dabei zwischen 4 und 5 Volt. Ziel erreicht, erschöpft breche ich das Experiment ab. Nächster Kandidat ist der Arduino Uno. Dieser besitzt zwei klare Vorteile. Zum einen ist das Programm in unter einer Sekunde gestartet und zum anderen genügt eine Drehzahl von nur 120 Umdrehungen pro Minute bei nur geringem Widerstand an der Kurbel, um den Arduino am Laufen zu halten. Die 120 Umdrehungen pro Minute an der Kurbel entsprechen 6000 Umdrehungen pro Minute am Generator. Vorsichtig kann ich mich auch an nur 100 Kurbelumdrehungen pro Minute herantasten. Locker aus dem Handgelenk könnte ich so fast ewig weiterkurbeln. Die Ausgangsspannung am Generator beträgt etwas über 3000 mV, also 3 Volt. Für den Raspberry Pi wird der Step-Up-Konverter gegen einen 5 Volt Step-Down-Konverter ausgetauscht. Beim Kurbeln muss die Spannung deutlich über 5 Volt gehalten werden, damit der Step-Down-Konverter seine Arbeit verrichten kann. Schnelles Kurbeln ist also angesagt, aber das gelingt recht gut, da der aufzubringende mechanische Kraftaufwand zwar höher als beim Arduino, aber geringer als bei der Simatic ausfällt. Hier muss ich für 28 Sekunden kurbeln, bis das Programm startet und die Anzeige auf dem LCD-Bildschirm erscheint.
Die Kurbelgeschwindigkeit muss über 220 Umdrehungen pro Minute gehalten werden, da ansonsten die Generatorspannung zu klein für den Step-Down-Konverter wird. Da der Raspberry Pi keinen Analog-zu-Digital-Wandler besitzt, kann die Spannung am Generator nicht angezeigt werden. Wer die elektrische Energie zum Betrieb des Raspberry Pi jemals auf diese Art selbst erzeugt hat, wird nie wieder nach mehr Rechenleistung verlangen, sondern stattdessen nach Wegen zur effizienteren Programmierung suchen. Mit erschlaffenem Arm beende ich auch dieses Experiment. Als nächstes nutze ich die in Methanol und Nitromethan gespeicherte chemische Energie, um den zweiten Elektromotor anzutreiben. Energiewandler ist ein Saito FA40 Viertaktmotor, den ich in einem vorangegangenen Video ausführlich vorgestellt habe. Ich beginne wieder mit der Simatic. Zum Start des Motors muss die Glühkerze elektrisch beheizt werden, was ich mit Hilfe zweier AA-Akkus mache. Die Energie dieser Akkus ist von dem Kreislauf der Simatic getrennt. Das Anwerfen des Motors ist nach wie vor etwas anstrengend, aber nach einigem Kurbeln an der Schwungscheibe gelingt's. Läuft der Motor, so können die Akkus von der Glühkerze getrennt werden. Den Vorteil der Bequemlichkeit erkauft man sich durch lautes Knattern und starke Geruchsbelästigung, aber Spaß macht's dem kleinen Kraftwerk bei der Arbeit zuzusehen. Als Drehzahl der Kurbelwelle werden 3300 Umdrehungen pro Minute gemessen. Mit der Übersetzung von 1 zu 2,5 ergibt sich eine Drehzahl von 8250 Umdrehungen pro Minute am Generator. Die resultierende Ausgangsspannung an den Klemmen des Elektromotors beträgt etwa 12 Volt. Bei 3800 Umdrehungen pro Minute klettert die Ausgangsspannung auf über 14 Volt. Den Step-Up-Konverter habe ich für diesen Versuch auf 16 Volt eingestellt. Bis zu 36 Volt Eingangsspannung sind bei der Simatic möglich. Nächster Kandidat ist der Arduino Uno. Die Motordrehzahl beträgt etwa 2500 Kurbelwellenumdrehungen pro Minute, bei einer noch geringeren Drehzahl geht der Viertaktmotor aus. Als Generatorspannung werden zwischen 9 und 10 Volt gemessen. Wird die Motordrehzahl durch Öffnen des Vergasers auf über 4000 Umdrehungen pro Minute erhöht, so steigt die Generatorspannung auf fast 18 Volt. Zu sehen ist, dass bei erhöhter Motordrehzahl die Glühbirne zu leuchten beginnt, die überschüssige elektrische Leistung wird in Wärme und zu einem kleinen Teil in sichtbares Licht umgewandelt. Die niedrige Leistungsaufnahme des Arduino macht sich auch beim Betrieb des Generators an einem Viertaktmotor bemerkbar. Der Raspberry Pi bildet nach dem erneuten Austausch des Gleichspannungswandlers den Abschluss der Versuchsreihe. Auch dieser lässt sich mit dem Viertaktmotor bequem betreiben. Die Drehzahl des Verbrenners beträgt etwa 3600 Umdrehungen pro Minute. In den Experimenten werden zwei Energiewandler, deren Entwicklung auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, genutzt, um Computer aus dem 21. Jahrhundert mit Hilfe von Methanol zu betreiben. So ähnlich läuft's auch heute noch, zumindest für den Anteil an fossilen Energieträgern am Strommix aus der Steckdose. Wärmekraftmaschine inklusive Generator sind allerdings räumlich deutlich weiter von eurem Computer entfernt als in meinem Experiment. Mehr zum Thema inklusive detailliertem Versuchsaufbau gibt's wie immer auf meinen Seiten. Der Tankinhalt von etwa 100 ml reicht mit meinem Versuchsaufbau für eine Betriebsdauer von etwa 20 Minuten. Der Wirkungsgrad ist unterirdisch. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald.